wieder am Anfang. Wir alle haben Hoffnungen und Erwartungen an eine Geschichte und suchen Antworten. Manchmal wäre es besser, mit dieser Hoffnung zu leben, als die ganze Geschichte zu kennen. Es gibt nur Opfer und Monster in einer Horrorgeschichte. Beides ist nicht erstrebenswert. Doch in diesem Genre kommt niemand unversehrt davon. Ich habe mir die Geschichte anders vorgestellt. Diese Geschichte wird uns verschlingen. Die Geschichte ist ein Monster. Und Monster haben viele Gesichter. Hey, Kleine. Wie geht's dir? Alles okay, Mama. Und dir? Diese Dienstreise dauert doch etwas länger. Tut mir leid, dass ich so oft weg bin, Logan. Ach du meine Güte, Mama. Die Morde sind doch nicht deine Schuld. Was ist passiert? Alles für die Arbeit. Ja. Papa und ich haben uns hier nur die letzte Episode von Night Springs angesehen. Mama, sie ist so gut. Keine Spoiler. Na dann, viel Spaß mit der Serie, die wir eigentlich gemeinsam ansehen wollten. Ich hab euch lieb. Das hast du davon, wenn du ständig auf Dienstreise bist. Wir dich auch. Und grüß Casey. Sag ihm, er soll nicht zu viel grübeln. Logan! Das werd ich. Tschüss, Kleine. Logan meint, lass den Kopf nicht hängen. Freches Kind. Ich frage mich, woher sie das hat.
Es kann kein Zufall sein, dass eine Leiche auftaucht, sobald wir in die Stadt kommen. Ich habe das Gefühl, der Killer will uns was sagen. Ich bin froh, dass Sie mit mir an diesem Fall arbeiten. Ist genau Ihr Ding. Sie sollten das anleiten. Ich unterstütze Sie. Okay. Irgendwelche Tipps? Nichts, das jemanden aufmuntern würde. Da wären wir. Cauldron Lake. Gehen wir an die Arbeit. Eigentlich hätte schon jemand kommen und uns den Tatort zeigen sollen. Das Auto ist da, aber wo ist der Sheriff? Von einem Bären? Ich sehe mir die Karte an. Der Gedankenraum. Meine Version der Gedächtnispalasttechnik, um die Hinweise zu sichten und den Fall zu lösen. Ich baue den Gedankenraum für jeden Fall auf und nutze jede Außenstelle als Modell in meinem Kopf. Noch eine Leiche taucht auf, als wir in die Stadt kommen. Herz aus Brust entfernt, an Handgelenken festgebunden. Passt definitiv zu den anderen Morden, doch diesmal wurden Herz und Fesseln zurückgelassen. Alles weitere Hinweise. Damit wissen wir nun von 4 Morden. Profilerstellung. In den Kopf der Zielperson gelangen. Sehen, was sie sah. Fühlen, was sie fühlte. Das Wissen nutzen, um aus einer Intention eine Enthüllung zu machen. Es zusammenfügen. Agent Nightingale wird seit 13 Jahren vermisst. Wie ist er hier gelandet? Hoch vom See, der kein See ist. Es ist dunkel. Er war auch dort. Du darfst nicht in den See, bis er es dir erlaubt. Robert Nightingale stieg vor seinem Mord aus dem See heraus. Nightingale wurde als Opfer ausgewählt. Warum? Ich lege den Schalter um. Es macht Klick. Kein Licht. Aber da ist jemand. Jemand ist zu Hause. Es handelt sich dabei nicht um eine zufällige Gewalttat. Es war ein Ritual. Und Nightingale war Teil davon. Für sie war er keine Person, sondern eine Art Behältnis. Eine Seite zur Hälfte beschriftet. Kein Ausdruck. Mit Schreibmaschine verfasst. Altmodisch. Linien durchgestrichen und Notizen hinzugefügt. Ein Manuskript. Eine Seite. Der Mörder hinterließ eine Botschaft. Er ist für uns. Der Text handelt von uns. Das Opfer war einer der Ihren. FBI Special Agent Robert Nightingale. Und dann war da noch diese Seite. Der erste Schritt hinab in schreckliche Tiefen. Die Worte zu lesen. Die Worte glichen einer Botschaft. Jemand wusste, dass sie hier waren. Jemand, der mit ihnen spielte. Eine Einladung. Wie konnten sie ablehnen? Auch wenn sie wussten, dass es sie verletzen würde. Eine Seite im Wald gefunden. Eine Geschichte über diese Ereignisse. Welche Rolle spielt Nightingale dabei? Ich trage seine Worte jetzt nah an meiner Brust. Innen. Die schreckliche Wahrheit. Du musst sie ausgraben. Es steckt etwas in ihm drin. In seiner Brust. Ich muss wissen, was. Habe hier alles gefunden. Zeit, die Leiche zu obduzieren und nachzusehen, was sie verbirgt. Ich bekomme die Manuskriptseite nicht aus meinem Kopf. Killer haben sich bisher noch nie so direkt gemeldet. Ziemlich beeindruckende Arbeit. Mit ihrer Technik und ihren Vermutungen. Geht schnell voran. Ich wusste nicht, ob ich so einen Fall annehmen sollte, aber ich bin echt auf dieses Mysterium gespannt. Thank you.
Müssen Sie noch zur Lodge, um was von der Außenstelle zu besorgen? Bin bereit. Ich parke trotzdem hier. Ich möchte zum Diner und mir die Stadt ansehen. Der Kult des Baumes. Was verheimlichen mir die Bookers? Ich habe ihre Halskette. Das Symbol sind zwei Dreiecke. Der Kult will seinen Fichtenbaum zurück, Tammy. Wer es findet, darf es behalten, Ed. Das wird meinem Publisher gefallen. Tammy hat etwas gefunden. Eine Halskette, die einem der Kultisten gehört. Die Bookers waren am Cauldron Lake. Warum? Der Zaun sollte das hier verbergen. Der Autor soll in den See gefallen sein. Privatparty. Zutritt verboten. Mein Buch hat Fragen. Her mit dem Bolzenschneider. Sie sind wegen Tammys Buch eingebrochen. Nicht wegen des Mordes. Danke. Das könnte nützlich sein. Eine Bitte. Bleiben Sie erstmal in der Stadt, falls wir noch Fragen haben. Aha. Als würden wir das Hirschfest jemals verpassen. Oh, Saga? Saga Anderson. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte, nach dem, was Ihrer Kleinen zugestoßen ist, würden wir Sie hier nie wiedersehen. Wie geht's Ihnen? Verzeihung. Wer sind Sie? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin es, Dummerchen. Rose. Sie kennen mich. Wirklich nicht. Was soll meiner Kleinen denn zugestoßen sein? Sie ertrank. Ihre Tochter. Merkwürdig, dass Sie sich nicht daran erinnern. Woher wissen Sie von meiner Tochter? Oh, ich weiß wieso. Sie verdrängen ihre traumatischen Erinnerungen. Sieht man im Fernsehen ununterbrochen. Nein. Sie verwechseln mich mit jemandem. Wenn Sie meinen... Eine ähnliche Seite wie die am Cauldron Lake. Nightingale jagte Saga. Er sah sie nicht. Im Licht waren die Besessenen blind. Es tat weh, machte sie verwundbar. Nightingale hatte kein Herz, dennoch war er da. Mordete. Jemand hat sich eine abgedrehte Geschichte über uns ausgedacht. Hey, Moment. Wir haben solche Seiten gefunden. Ich dachte nicht, sie wären relevant. Für diesen Fall. Ich habe sie hier. Nein, nein, Moment! Sheriff? Was zum Teufel? Zeige mir den Klicker! Verdammt! Casey! Und traf sie.
ist verschwunden. Im Obduktionsraum herrschte Chaos, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Nightingale jagte Saga, sah sie nicht, taumelte an ihr vorbei. Die Besessenen konnten nicht ins Licht blicken. Licht verletzte sie, verletzte die Dunkelheit in ihnen, machte sie verwundbar. Ich lege den Schalter um. Klick. Zeigen Sie mir den Klicker. Kein Licht. Aber da ist jemand. Hemingway brachte sie her, Hexe. Raus aus meinem Haus, rief Nightingale. Eine Welle des Schreckens schoss Saga durch den Kopf. Die schreckliche Wahrheit. Nightingale hatte kein Herz in seiner Brust. Aber hier war er und tötete. Ein Monster. Die Welt war aus dem Gleichgewicht geraten. Sie fanden sich auf der anderen Seite des Spiegels gefangen. Ich will ehrlich sein, Anderson. Ich weiß, warum Nightingale vor 13 Jahren hier war. Er verfolgte einen Schriftsteller, Alan Wake. Tammy erwähnte ihn. Sie schreibt ein Buch über sein Verschwinden. Sie kennen ja den Detective aus seinen Büchern, Alex Casey. Ja, ich habe die Witze im Büro gehört. Cold Case Casey. Murder Case Casey. Sorry. Haha. Gleicher Name, gleicher Job. Jeder hat immer dasselbe gedacht. Es hat genervt, aber mehr auch nicht. Und vor 10 Jahren erhielt ich dann plötzlich diese Briefe. Prosa-Fragmente, die Morde beschrieben. Sie haben doch gehört, was in New York passiert ist. Zumindest einen Teil davon. Immer mehr Leichen tauchten auf. Ein mörderischer Kult. Wie sich herausstellte, stammten die Fragmente aus Alan Wakes Krimis. Der Kult kopierte die Morde aus den Büchern. Sie dachten, dass sie ein Ritual durchführten, um Wake zurückzubringen. Ihr imaginärer Prophet. Nach diesem Fall befasste ich mich nebenbei mit Wakes Verschwinden. Und Sie dachten, dieser Fall hätte mit ihm zu tun? Sein Name taucht immer wieder auf. Ich wollte nur, dass Sie alle Fakten kennen. Nächstes Mal überlassen Sie mir, bevor wir uns in einer Horrorgeschichte wiederfinden. Nightingale ist hier irgendwo am Cauldron Lake. Der Baum war ein Grenzbereich. Dieser Ort und der dunkle Ort. Das ist zu viel für Sie. Nächster Halt, Caldera Street Station. Die Schwelle. Eine Art Zugang, der zu Nightingale führt, hat irgendwie mit einem Baum zu tun. Witch's Ladle. Witch's Ladle. Überragt Saga. Beobachtet sie und die Hexe. Das Bild der Hexe auf dem Schild. Nightingales Herz. Ein kalter, toter Klumpen in ihrer Hand. Ihre Definition von Vernunft hatte sich geändert, seit sie in dieser Stadt angekommen war. Aber sie vertraute den Seiten. Sie war dazu gezwungen. Saga wandte sich an die Hexe. Sie kniff zum Lesen die Augen zusammen. Den ersten Teil der rituellen Worte. Die verwischte Zeile auf dem Herzen. Den zweiten Teil aus dem Gedächtnis rezitiert. Die Worte, die sie auf der Seite gelesen hatte. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Saga schob das Herz durch das Loch im Schild. Das war der Schlüssel. Der Baum war die Schwelle. Ich brauche Nightingales Herz für den Übergang. Wo ist es? Ein Kultist legte sich nahe heran. Er war da, aber er war auferstanden. Nightingale war dort. Das Gegenteil von Sonnenflecken. Wer hat das gesagt? Das ist es nicht. Ich habe nicht alles, was ich brauche, um das Herz zu finden. Es muss mehr geben. Nightingales Herz. Wo ist es? Währenddessen spielten sie im Warenhaus Karten. Die Hexe hatte sein Herz gestohlen. Raus aus meinem Haus. Nightingales Herz liegt in einem Kühlschrank im Warenhaus. Saga bewegte sich auf die kaputte Tür zu. Schussbereit. Die Taschenlampe nach vorn gerichtet. Nightingale sagte, dass es hier sein würde. Das Warenhaus am Cauldron Lake war zugewachsen. Dem Verfall überlassen. Saga dachte über den Kult des Baumes nach. Sie waren hier gewesen, wartend.
Sie planten einen grausamen Ritualmord. Währenddessen spielten sie im Warenhaus Karten. Als wäre es nur ein gewöhnliches spätabendliches Pokerspiel. Saga trat näher an die Tür. Hatte das Tier sie aufgebrochen? Es gab einen lauten Knall. Saga sah sich einen Kultisten gegenüber. Eine hünenhafte Gestalt in einem Regenmantel. Wir wachen in der Nacht. Wilde Augen hinter einer Hirschmaske aus Kunststoff. Eine Axt in seiner erhobenen Hand. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Der Kühlschrank. Das Herz. Ich wusste, dass es hier ist. Als hätte ich es im Traum gesehen. Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Der Schriftsteller ging in den See, verbannte das Dunkel. Besessene lauerten immer noch in den Wäldern. Der dunkle Ort wich zurück. Die Strömung zog diejenigen zurück, die die Dunkelheit in sich trugen. In den See, Nightingale war dort. Einer von ihnen, das Dunkel, Jagger, hatte ihn geholt. Die Hexe hatte sein Herz gestohlen. Sie versanken in den Wellen. Der dunkle Ort. Sie wanderten in den Schatten, murmelnd zu sich selbst. Es ist dunkel. Ich bin verloren. Wo bin ich hier? Wer bin ich? Ich kann mich nicht erinnern. Es ist kalt. Premium-Hütten zu vermieten in Bright Falls. Wer hat das gesagt? Können Sie mich hören? Ich brauche Hilfe. Bitte. Hören Sie auf damit. Was habe ich getan? Sie müssen es ausgraben. Ihre Formen haben sich verändert. Echos der Träume des Schriftstellers. Kommen. Gehen. Die nächste Geschichte und die Geschichte danach. Der Schriftsteller schrieb wieder. Sie. Kann mich hören. Ich bin Saga Anderson, FBI. Ich kann Sie hören. Cauldron Lake. Ja, ich bin am Cauldron Lake. Wo sind Sie? Wie soll denn kommen? Ich bin in Gefahr. Das Dunkel. Danke. Verstanden. Hey! Sind Sie okay? Ah, nein! Ich bin schuld! Er entkam! Mit meinem Gesicht! Scratch! Sir, ganz ruhig. Atmen Sie tief durch. Er hat die Geschichte verändert. Das Dunkel. Wir müssen es aufhalten, bevor... Ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Wie heißen Sie? Ich heiße Alan Wake. Ich bin Autor. Ich war... Wake? Woher kommen Sie? Sie werden seit 13 Jahren vermisst. 13. Das Funkgerät funktionierte plötzlich nicht mehr und dann verschwand die Überflutung einfach. Seltsamer Wald. Ist das der, für den ich ihn halte? Casey, das ist Alan Wake. Mr. Wake, Special Agent Alex Casey.
Er wird sie zu unserem Auto begleiten. Casey, wir treffen uns vor Ort, nachdem ich mich umgesehen habe. Wenn sich die Überflutung zurückgezogen hat, gibt es dort jetzt vielleicht neue Beweise. Okay. Bis dann. Mr. Wake, wir bringen Sie zur Außenstelle in Bright Falls. Machen Sie sich frisch, bevor wir genauer reden. Hey Mama, bevor du irgendwas sagst, es geht mir gut. Papa hätte dir gar nicht schreiben sollen. Logan, ich habe nichts erhalten. Was ist los? Es geht mir gut. Ich bin nur ausgerutscht. Meine Güte, ist doch halb so schlimm. Gib mir deinen Vater. Okay. Papa, Mama ist dran. Keine Sorge, Schatz. Logan hat sich in der Dusche den Kopf gestoßen und jetzt eine leichte Gehirnerschütterung. Ich behalte sie im Auge. Hätte ich sie nicht gehört, hätte sie ertrinken können. Herrgott, David. Warum hast du nicht angerufen? Ich hab's versucht. Hat nicht funktioniert. Wirklich, es geht ihr gut. Aber was ist mit dir? Du klingst gestresst. Nein, es ist nur ein merkwürdiger Fall. Naja, wenn du einen Tipp brauchst, meine Brettspielerfahrung sagt mir, dass Oberst von Gator der Täter war. Ich halte die Augen nach ihm offen. Ich liebe dich. Ich dich auch, Schatz. Willst du noch mal Logan? Sag ihr, ich hab sie lieb. Bis später. Ja. Möchten Sie, dass wir jemanden kontaktieren, Mr. Wake? Sie waren lange fort. Nein. Nein. Zu gefährlich. Sie wird mich holen. Okay, reden wir über etwas anderes. Robert Nightingale. Kennen Sie ihn? 2010 waren Sie beide hier. Das Dunkel schnappte ihn damals. Die letzte Begegnung. 13 Jahre. Erzählen Sie uns von den Seiten. Sie hatten sowas wie eine Titelseite bei sich. Return. Heißt so die Geschichte auf diesen Seiten? Der Name des Autors wurde ziemlich forsch durchgestrichen. Doch man kann ihren Namen darunter erkennen. Vergeudet. Ja. Scratch. Haben Sie diese Seiten verfasst, Mr. Wake? Ich versuche, mich zu erinnern. Es ist ein verrücktes Durcheinander. Ein Albtraum. Es macht keinen Sinn. Danke, willkommen. Wir haben eine tolle Show für euch vorbereitet. Alan Wake ist hier. Alan Wake, einer meiner Lieblingsschriftsteller, ist heute bei uns zu Gast. Und er erzählt uns was über sein neuestes Buch. Oh, oh. Und wie immer begleitet uns unsere Hausband, die Old Gods of Asgard. Oh, Scheiße. Thank you.
ein herzliches Willkommen, Alan Wake. Wow! Ha! Schön, Sie zu sehen, Alan. Willkommen zurück in der Show. Danke. Kommen Sie, setzen Sie sich. Ja. Yeah. Ah. Oh, Mann. Immer wieder schön, Sie zu sehen, Alan. Ha, muss eine aufregende Zeit für Sie sein. Sagen Sie, wird es denn nie langweilig? Was soll langweilig werden? Ein neues Buch rauszubringen. Alles okay? Sie sehen so aus, als hätten Sie sich ein paar Jahre zu lang im Writer's Room eingeschlossen. Ja, aber genauso fühle ich mich auch. Wissen Sie, ich habe so lange gewartet, die Fortsetzung von Departure in die Finger zu kriegen. Das offene Ende war gemein. Wir alle wollen wissen, was "Das ist kein See, es ist ein Ozean" wirklich bedeutet. Wüsste ich auch gern. Nun, das Warten hat ein Ende. Ihr neues Buch, Initiation, ist ab morgen erhältlich. Was? Das ist genau die Frage, die sich jeder Leser stellen wird. Dieses Buch ist bewusstseinserweiternd, sehr intellektuell. Wie würden Sie es beschreiben? Ein autofiktionales Gedankenexperiment? Eine Horrorgeschichte? Eine postmoderne Detektivgeschichte? Sekunde, da stimmt was nicht. Ich habe nichts geschrieben. So ein bescheidener Mensch. Okay, ich bin reingefallen. Guter Witz, wirklich witzig. Aber ja, ich muss gestehen, ich habe das nicht geschrieben. Ansonsten würde ich mich ja dran erinnern, oder? Oder vielleicht hat es ja ihr böses Double geschrieben. Ah, super gespielt, Mann. Verdammt gute Vorstellung. Sie spielen diese Rolle und tun so, als würden sich Buch und Realität überschneiden. Sehr meta, wirklich. Also, Initiation erzählt die Geschichte des fiktionalen Schriftstellers Alan Wake. Er sitzt in einem Albtraum fest und versucht verzweifelt, das Manuskript eines Romans zu finden, von dem er vergessen hat, dass er ihn geschrieben hat. Die Geschichte spielt in New York, aber vielleicht ist es eine ganz andere Stadt. Dort wird er von seinem dunklen Doppelgänger gequält und von Visionen eines fiktiven Detektivs geleitet. Ganz genau, Alex Casey kommt auch in dem Buch vor. Gut, dann machen wir eben einfach so weiter. Zieht mich ruhig durch den Kakao. Naja, genau darauf lässt man sich doch bei Autofiktion ein, oder? Aber mal im Ernst. Ich fand das Konzept der Realitätsstruktur in Ihrem Buch faszinierend. Sie erinnerte mich an Matrix. Der Schriftsteller ist physisch im Writer's Room gefangen und projiziert sich durch die Geschichte, die er schreibt, in diesen dunklen Traum von New York hinein. Wie eine Astralprojektion. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist vollkommen korrekt. Nur weiter so. Ich sollte mir Notizen machen. Das ist krasser Stoff. Notizen für den anderen Alan Wake in seinem Zimmer, während wir hier sprechen? Sind wir alle Teil Ihrer Geschichte, Alan? Puh. Wow. Puh. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute mit Ihrem neuen Buch, Alan. Hoffentlich verkauft es sich so gut wie die Alex Casey-Serie. Initiation erscheint also morgen. Und anschließend werden wir voller Vorfreude auf den krönenden Abschluss Ihrer spannenden Trilogie warten. Ein Buch namens Return vielleicht. Mann, oh Mann. Danke für eins der seltsamsten Interviews in meiner gesamten Karriere, Alan. Nach all dem Gerede über Meta-Erzählungen rechne ich fast damit, nach dieser Szene zu verschwinden. Als ich aus dem Albtraum erwachte, schnappte ich nach Luft wie ein Ertrinkender. Fühlte sich vertraut an. Dann erinnerte ich mich wieder daran, wie lange ich hier geschrieben hatte. Eine Handlungstafel zur Planung einer Geschichte. Auf den Karteikarten stand der Albtraum, den ich erlebt hatte. Eine Zusammenfassung der Geschichte. Aber auch andere Notizen.
Warnungen. Ich hatte sie verfasst. Ich konnte mich nicht an ihre Bedeutung erinnern. Der Name Scratch machte mir Angst. Ich konnte den Worten vertrauen. Ich musste sie befolgen. Schreib, um zu entkommen. Ich konnte mich nicht erinnern. Aber was ich noch wusste, war, dass ich meine Gedanken und Ideen an diesem dunklen Ort manifestieren konnte. Ich nutzte meine Texte, um aus diesem Raum zu entkommen. Wie ein Tiefseetaucher, immer tiefer gehen, um einen Ausweg aus diesem Gefängnis zu finden. Dieser Raum war mein Boot, die Texte meine Rettungsleine. Bei der Talkshow würde ich wieder loslegen. Wir haben heute eine tolle Show für euch. Ein echter Leckerbissen für alle Alex Casey-Fans da draußen. Alex Casey höchstpersönlich wird bei uns sein. Aber ja, Sam Lake, liebe Zuschauer. Willkommen zurück zu unserer Show. Also, Alan, als der Schöpfer dieser Figur, was halten Sie davon? Wie bitte? Oh, die Frage ist vielleicht ein wenig unangenehm, da er direkt neben Ihnen sitzt, aber was halten Sie von ihm in der Rolle des Casey? Haben Sie ihn sich so vorgestellt? Er sieht exakt so aus, wie ich mir Casey immer vorgestellt habe. Es ist unheimlich. Danke. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich bin ein großer Fan Ihrer Bücher. Und, was ist das Problem, Alan? Denn Sie haben bei mehr als einer Gelegenheit Ihre Vorbehalte gegenüber den Adaptionen geäußert. Das ist es nicht. Sie sind etwas Eigenständiges. Sie haben andere Entscheidungen getroffen. Mir liegen meine Geschichten sehr am Herzen und die Adaptionen. Ich weiß nicht. Ich denke, es wäre schön gewesen, wenn man mich mehr involviert hätte. Aber in dem Fall hätten Sie das hier nicht gesehen. Wir haben einen Ausschnitt aus dem neuesten Film Murder Case Casey. Sollen wir ihn abspielen oder wollen Sie erst was sagen, Sam? Nein, spielen Sie ihn ab. Diese Stadt war eine Narbe, die nicht verheilen wollte. Der Regen brachte sie zum Eitern. Sie brauchte die Sonne, aber es gab nur Dunkelheit. Ich war müde. Die Schlaflosigkeit umhüllte mich wie eine Plastikfolie. Ich beobachtete die Welt durch ein regennasses Fenster, in dem mein Spiegelbild die Aussicht verklärte. Ich habe versucht, den vermissten Schriftsteller zu finden. Mein einziger Anhaltspunkt für dieses verkommene Mysterium war eine Tischlampe in Form eines Engels. Woo! Einfach super. Murder Case Casey. Gute Arbeit, Sam. Sehr spannend. Und auch sehr meta. Wir freuen uns schon, mehr zu sehen. Moment, stopp! Was war das mit dem Schriftsteller? Und der Lampe? Der dunkle Ort will mich ertränken. Ich verliere mich. Ich muss kämpfen. Ich muss mich erinnern. Der Klicker, der Lichtschalter. Ich habe ihn verloren. Aber ich habe die Lampe, von der Schalter stammt. Dieser Ort ist ein Albtraum, nicht real und doch realer als alles andere. Der Schrecken ist kein Hirngespinst, er labt sich an meinem Verstand, verwandelt alles in eine psychotische Realität. Ich bin gefangen, ich schreibe, um zu entkommen. Ich habe es schon viele Male versucht, unzählige Geschichten geschrieben, zu viele, um sie zu zählen. Ich versage immer wieder, aber ich muss es immer wieder versuchen. Ich nutze die Geschichte, um weiter vorzudringen. Jedes Wort ist ein weiterer Schritt in die Dunkelheit. Ich tauche zum Kommen, um die Antwort zu finden. Die Karte, den Kompass und den Schlüssel für die Tür zu meiner Freiheit. Aber wie öffnet man eine Tür, die keine ist? Am Grund eines Meeres, das kein Meer ist. In einem See, der kein See ist. Hallo? Alan Wake?
Ja. Wissen Sie, wer ich bin? Nein. Wer spricht? Das klären wir später. Die Spione sind überall. Schatten. Ich fühlte mich, als hätte ich ein Déjà-vu. Hatte ich diese Konversation schon einmal? Alan, hören Sie gut zu. Caldera Street Station, die U-Bahn. Sie müssen dorthin. Ich melde mich später wieder. Gehen Sie dann ran. Kenne ich Sie? Ich kenne Sie irgendwoher. Sie haben es wieder vergessen. Wir sitzen im selben Boot. Keine Sorge. Ich mach das. Wir haben einen tollen... Die Verbindung. Hallo? Hallo? Ja. Stand es so auf der Seite geschrieben. Was zur Hölle? Oh, hey. Sie waren bei Doors Show. Alan Wake, Autor. Ich bin Alex Casey. Ich untersuche einen Mord. Kommen Sie. Was ist das? Da ist ein Beweisstück, ein Manuskript eines Romans. Sagt Ihnen nichts, oder? Ein Manuskript? Welches Manuskript? Ich muss es sehen. Gerüchten zufolge enthält das Manuskript Details zu den Morden. Ein mörderischer Kult ahmte die brutalen Taten der Geschichte nach. War Wake ihr Anführer? Hatte er sie geschrieben? Wie weit würde er für das perfekte Kunstwerk gehen? Oder würde er das nächste Opfer sein? Bleiben Sie hier. Warten Sie! Ich brauche eine Waffe! Niemals! Anders. Ich fühlte mich meinem Zuhause so nah. FBI. Wer sind Sie? Was ist das? Wer sind Sie? Sie hört mich. Sie kann mich hören. Ich bin Saga Anderson, FBI. Ich bin Alan Wake. Ich sitze hier fest. Im dunklen Ort. Unter dem Cauldron Lake. Cauldron Lake. Sie. Ich versuche zu entkommen. Ich mache Fortschritte, aber ich bin in Gefahr. Das Dunkel. Hilfe! Bitte, helfen Sie! Ich spürte es. Ich war ganz nah. Hatte mir die Frau in der Vision geholfen? Etwas hatte sich geändert. Draußen, Parliament Tower, wo ich mit Alice lebte. Es war da und wartete. Hey, Alan, schön, Sie zu hören. Ich dachte, ich hätte Sie wieder verloren. Wer sind Sie? Warum helfen Sie mir? Sind Sie tiefer vorgedrungen in den Übergang? Sprechen Sie vom Tatort? Ja, bin ich. Das ist fantastisch, Alan. Wir sind unserer Flucht näher. Wir machen Fortschritte. Ja, wenn Sie endlich meine Fragen beantworten würden. Beim letzten Mal waren Sie ziemlich besorgt um Alice. Waren Sie beim Parliament Tower? Und haben Sie sich vergewissert, dass sie entkommen ist? Natürlich kamen Sie raus. Deshalb bin ich hier. Das war doch der Sinn der Sache. Seien Sie vorsichtig, Alan. Das Dunkel stiehlt von Ihnen.
Es kann sich bereits als ihr Double manifestieren. Scratch will... Halt, warten Sie! Hallo? Scheiße! Also, als ich jünger war, lebte ich für die Fotografie. Ich dachte, ich könnte es in New York als Künstlerin schaffen. Dann traf ich Alan. Es war sehr schön. Wir verfolgten beide unsere kreativen Ambitionen. Nur, dass Alans Arbeit Geld einbrachte, aber... Er beschaffte mir Arbeit. Ich machte seine Werbefotos und gestaltete seine Einbände. Bestimmt hat er seinen Verleger dazu gezwungen. Ich habe Fotos gemacht, aber es waren nicht meine. Das nagte an mir. Hier und da war es schon kompliziert, aber so ist das Leben, oder? Wir liebten uns. Dann hatte Ellen eine Blockade. Und es kam eine Seite zum Vorschein, die mir nicht gefiel. Ich brachte ihn zu einem Arzt in Washington. Doch ich sagte es ihm erst, als wir dort ankamen. Wir stritten. Eins kam zum anderen. Und dann war er weg. Ertrunken, hieß es. Alle Leute gaben mir die Schuld dafür. Das tat ich manchmal sogar selbst. Ungefähr vor 6 Jahren fing ich an, nachts Geräusche zu hören. Schreibmaschinengeräusche. Stimmen. Alan war zurück. Verfolgte mich. Dann kam es zur Gewalt. Es war Alan. Aber jetzt war er ein Monster. Er trug schon immer Wut in sich. Ich stellte überall in der Wohnung Kameras auf. Mit Bewegungssensoren und Blitzlichtern. Und jetzt, wenn das Monster kommt, verwandle ich es in Kunst. Meine Albträume auf Film. Und das ist der Schwerpunkt meiner neuen Ausstellung. Um klarzumachen, dass die Welt viel dunkler ist, als sie glauben. Der Name der Ausstellung ist der dunkle Ort. Ich saß im Writer's Room und schrieb die Geschichte Initiation, um mich durch den dunklen Ort zu projizieren, um weit in die Ferne zu blicken. Die Geschichte hatte mich hergeführt, aber ich kam nicht weiter. Ich war wieder am Anfang. Ich schrieb die Geschichte und in der Geschichte betrat ich nun den Writer's Room. Doch da war niemand, der schrieb. Thank you.
Okay, fassen wir mal alles zusammen, Ellen. Die letzten 13 Jahre waren Sie in einer Albtraumdimension gefangen. Dem dunklen Ort, der wie New York aussieht, es aber nicht ist. Vom Grund des Cauldron Lake aus erreichbar, liegt aber nicht wirklich darunter. Und nun haben Sie es endlich da rausgeschafft. Ja, ja. Aber ebenso Ihr böser Doppelgänger. Mr. Scratch? Oder war es das Dunkel? Beides. Es ist austauschbar. Er ist Scratch, wenn er aussieht wie ich, aber kann diese andere Gestalt annehmen. Und Scratch, das Dunkel, will die Welt nach seinem eigenen Geschmack umschreiben. Das würde zu Ihrer Vorstellung passen. Er sieht aus wie Sie. Und die Welt in einen Albtraum verwandeln. Während des Hirschfests, das schon in wenigen Tagen stattfinden soll. Sie entkamen durch das Schreiben eines Romans, die Seiten, die wir fanden. Doch ihr Double änderte ihn, machte eine Horrorgeschichte daraus, die ihrerseits die Realität ändert und die Menschen verrückt macht, den dunklen Ort nach Bright Falls bringt. Schätze, wenn die Fiktion mit dem dunklen Ort in Kontakt kommt, kann sich die Realität verändern. Die Geschichte wird wahr, saugt sich mit allem voll, wie die Dunkelheit bei Anbruch der Nacht. Doch letztes Mal... Das war 2010, oder? Ja, letztes Mal passierte nicht alles auf einmal. Die Geschichte wurde nach und nach Realität. Und das Dunkel war noch immer an den See gebunden. Ich konnte es aufhalten, bevor es ein Ende erreichte. Bevor es frei war. Und darum bleibt noch immer Zeit. Und damit kommen wir zum magischen Lichtschalter. Der Klicker. Magisch trifft es nicht ganz. Scratch will damit sein Ende herbeiführen. Das darf nicht sein. Wenn ich den Klicker finde, kann ich ihn damit zum dunklen Ort zurückschicken und alles wieder rückgängig machen. Ich weiß, es klingt total verrückt. Die Erinnerung ist lückenhaft und ich weiß nicht, was ich glauben kann. Es ist wie ein halb vergessener Traum. Mr. Wake, Alan, wir haben in den letzten 24 Stunden ziemlich verrückte Scheiße gesehen. Ich möchte nur eines wissen. Warum kommen wir in der Geschichte vor? Ich habe sie gesehen. Eine Vision im dunklen Ort. Ich glaube, sie haben mir irgendwie geholfen zu entkommen. Damit hätte Scratch die Geschichte bearbeiten können, um sie zu finden. Und mehr noch. Wir sind alle in Gefahr. Wake meinte, der Kult hätte den Klicker. Woher weiß er das? Der Autor ist der Leser. Das nächste Kapitel, das nächste Kapitel, das nächste Kapitel. Beschützt die Seiten, der dunkle Glanz der Worte. Wake versteckt Seiten. Deshalb weiß er, dass der Kult den Klicker hat. Wake hat ein Double. Mr. Scratch. Wo ist er jetzt? Mein Gesicht ist von Zorn erfüllt. Der dunkle Ort an deiner Stelle macht mein Gesamtwerk zunichte. Scratch ist hier. In Washington. Er jagt Wake. Scratch sieht aus wie Wake. Warum? Erwecke nicht den Träumer, wenn dein Leben ein Traum ist. Ich schwamm ans Ufer, aber das Wasser steigt. Wake und Scratch stehen in Verbindung. Vielleicht konnte Scratch dank Wake entkommen. Oder umgekehrt? Als Saga im Wohnwagen am Rande von Watery stand, sah sie erstmals den sagenumwobenen Klicker von Wake. In den Händen des Kultes des Baumes. Ihre Gedanken überschlugen sich angesichts dessen, was die Horrorgeschichte nun über sie behauptete. Ihr Leben, ihre Vergangenheit. Sie akzeptierte das nicht. Sie stieg aus dem Wohnwagen. Sie brauchte Luft. Doch sie war nicht allein. Ein Kultist starrte sie hinter einer Hirschmaske an. Sie zog ihre Waffe, schrie, rannte ihm hinterher. Die Seiten, die wir gefunden haben, stammen aus einer Horrorgeschichte namens Return von Alan Wake und werden wahr.
Warum konnte es keine Romanze sein? Nightingale verschwindet für 13 Jahre, taucht als Leiche auf und verwandelt sich in ein Monster. Ich stoppe Nightingale, dann taucht ein Schriftsteller auf, der ebenfalls 13 Jahre verschollen war. Gibt es eine Verbindung? Was ist das für ein Fall? Ja, Anderson, ich wollte das nicht vor Wake erwähnen, aber glauben Sie, es ist eine gute Idee, allein zu gehen? Angenommen, wir glauben der Seite, dann muss ich mir das ansehen. Wir müssen den Kult finden. Jeder hier könnte ein Mitglied sein. Und dieser Scratch. Der böse Doppelgänger. Es muss stimmen. Oder der Typ ist ein mieser Schriftsteller. Abgesehen von seinen Schreibkünsten. Wenn die Informationen auf dieser Seite stimmen, könnte das ein Durchbruch sein. Dann lösen wir den Fall, bevor die Verstärkung hier eintrifft. Sie lassen sich Zeit, also seien Sie vorsichtig da draußen. Inzwischen werde ich mich mit Wake unterhalten. Vielleicht finde ich ja was raus. Okay. Vergiss nur nicht, was mit dem Salzstreuer war. Ja, ja, echt komisch. Laut der Seite war ich in einem Wohnwagen. Irgendwo in Watery. Ich sollte mich umhören. Ilmo hält den Kult für eine urbane Legende. Oder nicht? Manche Dinge poltern in der Nacht. Es ist wahr. Alles ist wahr. Löse den Alarm aus, Bruder. Versammle die Truppen, Bruder. Jako, der Schatten im Wald kommt immer näher. Sie halten ihn nicht für eine urbane Legende. Sie wissen, wie gefährlich er ist. Ilmo meinte, ich hätte hier gelebt. Glaubt ihr das wirklich? Licht, Gelächter und Liebe führen dich nach Hause. Saga und ihre Tochter. Oh Mann. Glückliche Gesichter bedeuten hohe Grundstückspreise. Die Familie kommt zuerst, Ilmo. Wir kümmern uns inzwischen um ihren Wohnwagen. Sie ist eine von uns, Jako. Ihr Ersatzschlüssel ist sicher. Die Koskela-Brüder haben schöne Erinnerungen an mein Leben hier. Die Geschichte muss sie beeinflussen. Ich spiele vorerst mit. Ich brauche den Wohnwagenschlüssel. Wake sagt, die Geschichte würde die Realität um uns verändern. Wenn das wahr ist, muss ich wissen, was echt und was Fiktion ist. Es ist im Regen. Ich darf kein Wasser trinken oder baden. Nie wieder. Schnaps. Nur noch Schnaps trinken, Bruder. Sehen nicht wie Kultisten aus. Das hilft nicht! Denn ich bin nicht ich selbst! Wie kämpft man dagegen an? Wir sind zu alt! Verzeih! Ich suche nach dem Trailer der Andersons. Gerade rechtzeitig, meine Liebe. Wie schon gesagt, es stimmt nicht. Die Lügen tun dir nicht gut und schwächen dich. Glaub nicht ein Wort. Sie glauben daran, weil sie tief in ihrem Innersten möchten, dass jemand für sie denkt. Wir sind anders. Rebell, du musst es aufhalten, bevor es Realität wird. Ihr seid kein Teil der Geschichte. Schreibe die Geschichte selbst. Skat der Hölle, bitte! Diese alten Trunkenbolde lassen sich von der Horrorgeschichte scheinbar nicht beeinflussen. Wissen Sie, was hier passiert? Woher kennen Sie die Geschichte? Du selbstverständlich auch, meine Liebe. Wir sind eine Familie. Die Andersons.
Wikinger! Götter! Es ist so schön, dich endlich zu sehen, Saga. Ich bin dein Großonkel Odin. Und das ist dein lange verschollener Morfar, Thor! Saga. Er ist dein Großvater. Und ich bin der Allvater. Meine neuen Verwandten gehören dem Kult des Baumes an. Und das ist der Klicker. Der Kult hat ihn, genau wie auf der Seite beschrieben. Kalevala Knights. Das ist der Motorradclub der Koskela-Brüder. Ich werde in Odins und Thors Pflegeheim vorbeischauen. Gleich nach dieser Biker-Werkstatt. Nein! Das stimmt nicht. Das ist nur eine verdammte Geschichte. Eine Lüge. Logan ist zu Hause. Unversehrt. Scheiße. Sie ist in der Schule. David. Ich bin in der Geschichte und sie wird wahr. Wake sagte, Scratch würde versuchen, mir weh zu tun. Er sagte auch, dass man es noch stoppen kann. Dass der Klicker es stoppen kann. Hey, hier ist David. Sprecht aufs Band. David? Geht es Logan gut? Ruf mich zurück, sobald... Mulligan? Was zum Teufel? Hey! Bleib, wo du bist! Mulligan und Thornton sind Mitglieder des Kults. Er ist der Anführer. Das Hirn läuft aus wie Eigelb. Der Nervenkitzel des Dominierens. Nicht bloß ein Baum, ein Wald, das Wort. Ein solches Geheimnis stirbt niemals. Es gibt mehr als einen Anführer. Saga hatte darüber gelesen. Die Falle. Sie wusste, was auf sie wartete. In dem Moment, als sie den Riesen sah, wusste sie, dass sie nicht bereit war. Du hast Logan ertrinken lassen. Die Waffe, die er trug, konnte ihren Schädel wie ein Ei zerbrechen, das Hirn wie Eigelb auslaufen lassen. Alles, was sie liebte, verloren. Alles, was sie war, verloren. Wir werden zusehen, wie es deinen Verstand auffrisst. Als sie das las, wurde ihr schlecht. Aber die Angst war groß, als sie sich hier stellte. Es gab noch einen Übergang in Watery. Der Festwagen war der Schlüssel. Mulligan und Thornton waren dorthin gegangen. Mit dem Klicker. Dieses Monster hier sollte sie aufhalten. Mulligan und Thornton ging es vorhin noch gut. Wie ist das passiert? Ein schrecklicher Fehler. Schatten beschlichen Mulligan und Thornton. Schatten auf ihren Gesichtern und füllten die Gestalt der beiden auf. Das Allerbeste aus Bright Falls. Ein miserables Pastrami-Sandwich. Mulligan und Thornton erging es wie Nightingale. Ilmo stand vor dem Festwagen. Dann wandte er sich seiner Crew zu. Jetzt stellt euch vor, wie sich die Arme des Mörders bewegen. Stich, Stich, Stich. Und der Naki lacht. Beim Hirschfest gehen alle immer auf Nummer sicher. Wir nicht. Dieses Monument für Waterys Geschichte, dieses Kunstwerk, wird die diesjährigen Preise abräumen. Der Übergang entstand aus Waterys dunkler Vergangenheit. Das Ritual stand mit dem Festwagen in Verbindung. Die Kunst war der Schlüssel. Sie konnte Saga Zutritt gewähren. In der Materialliste für den Festwagen stand etwas von einer Maske. Wo ist sie? Armer Mokka-Elch. Da hat sie's wohl ausgerührt. Das ist der Beweis, Ilmo. Man kann zu viel Kaffee trinken. Mokka wird an einem Ehrenplatz weiterleben. Er hat seinen Kopf verloren.
Mulligan und Thornton hatten eine Aufgabe. Mulligan und Thornton müssen wissen, wo die Elchschädelmaske ist. Wo ist die Maske? Bleiche ihn. Wir alle verbeugen uns vor ihm. Der Schlund eines bröckelnden Brunnens. Zeigen wir der Schlampe, wer hier das Sagen hat. Die Elchmaske ist beim Huotari-Brunnen. In der Coffee World. Okay, Saga. Holen wir den Klicker von diesen Arschlöchern. Saga Anderson, hören Sie. Wake? Ich wurde reingelegt. Scratch, ich wollte die Geschichte korrigieren. Halt sie jetzt, den Schlüssel zur Flucht. Was meinen Sie mit fliehen? Sie sind doch da raus. Und Scratch auch. Aber ich komme voran. Ich habe sie zur Heldin der Geschichte gemacht. Ihre Familie rettet. Uns alle rettet. Ihre Familie retten? Meinen Sie meine Familie? Ja, ich hab die Machen funktioniert. Sie dürfen nur nicht aufhören. Ist meine Familie in Ihrer Horrorgeschichte? Ich sehe ihn ständig in Übergängen. Aber er ist schon draußen. Sind das Visionen der Vergangenheit? Als er noch im dunklen Ort festsaß? Ich habe den Klicker. Ich kann das alles stoppen. Einen neuen Entwurf von Initiation, um über einen anderen Tator zum Parliament Tower zu kommen. Scratch versuchte Alice über den dunklen Ort zu erreichen. Sie war draußen, aber noch immer in Gefahr. Begrüßen wir Alan Wake. Aber dieses Mal wollten wir etwas anderes. Ich war zurück. Ich hatte nicht wir vergessen. Uns genauer ansehen, ich wer wusste ist das Bescheid. Künstler. Alan Wake. Mein Name und Ihre Bücher tauchen auf. Sie tauchen auf. Hab sie gelesen.
Es sind Echos meines Lebens darin zu finden. Beinahe, als hätte mich jemand beobachtet. Was geschah mit Alan Wake? Das ungelöste Rätsel. Hätte nie gedacht, ihr Leben zu finden. Ah, mir brummt der Schädel. Ich glaube, Sie lieben es, Menschen zu benutzen, Wake. Sich ihrer Leben zu bemächtigen und in ihre Geschichten zu schreiben. Und wenn was schief geht, ist es der perfekte Stoff für die nächste. Mist! Hab mein Kaffee verschüttet. Sie sind wohl kein Fan, Agent Casey. Das ist nicht Ihr Spielplatz und ich bin nicht Ihre verdammte Schöpfung. So funktioniert das nicht. Aus nichts kann man nichts machen, selbst im dunklen Ort, wo kaum Regeln gelten. Ist es nicht einfach, Fiktion wahr werden zu lassen? Ich hatte Visionen von dem, was passiert. Was passieren wird. Träume. Ich wollte über sie schreiben. Inzwischen ist mir klar, wie gefährlich das ist. Selbst mit sorgfältigster Planung. Ich habe wohl aufgehört. Ich glaube, ich gab auf. Doch es gibt ein Manuskript. Vielleicht habe ich es vergessen. Der dunkle Ort sorgt dafür. Ich will das nur wieder in Ordnung bringen. Die Version finden, die alles wieder gut macht. Schnauze! Auf den Boden! FBI! Wir wollen den Schriftsteller! Niemand sonst muss verletzt werden! Leck mich! Scheiße! Hey! Was tun Sie da? Das ist Gretch! Er ist ganz nah! Ich brauche eine Waffe! Niemals! FBI! Casey! Pass auf! Er kommt! Er ist hier! Sie verstehen nicht! FBC! Unten bleiben! Ziel gefunden. Alan Wake. Agent Anderson. Agent Kieran Estevez, Federal Bureau of Control. Wir übernehmen. Bewusstlos. Halt!
Das ist mein Fall. Das ist jetzt keine FBI-Untersuchung mehr. Der Fall wurde an uns übertragen. Was? Das ist Bullshit! Okay. Wir schicken die Beweise und den Papierkram von eurer Außenstelle zu unserer Basis im Sheriffbüro. Gibt es darüber hinaus noch irgendetwas Relevantes? Der Klicker. Ich kann ihnen nicht vertrauen. Da fällt mir nichts ein. Okay. Dann sind sie hier fertig. Hey, gute Arbeit. Moment. Mein Partner, Agent Casey, wird vermisst. Wir suchen nach ihm. Mein Partner, verdammt! Ich Agent? Sollte... Das war's. Vorsicht mit Wake. Er soll Para-Utilitarier sein. Nein. Scheiß drauf. Ich war kurz davor, Wake den Klicker zu bringen. Bin noch nicht fertig. Ich muss Casey finden und meine Familie vor dieser Horrorgeschichte retten. Alan Wake? Wissen Sie, wer ich bin? Woher sollte ich das? Oh, da kommt Ihr Temperament durch. Ein Glück, dass ich kein Paparazzi bin. Sie verarschen mich und weigern sich, mir zu sagen, wer Sie sind. Erinnern Sie sich? Sie... verdammt. Alan, hören Sie zu. Sagen Sie mir, woran erinnern Sie sich noch? Waren Sie beim Parliament Tower? Haben Sie dort etwas gefunden? Ja, Alice ist in Gefahr. Scratch ist hinter ihr her. Und es gibt noch ein Manuskript. Nicht Initiation. Return. Ich sah das Titelblatt. Ich kann mich nicht erinnern, es geschrieben zu haben. Return? Oh, genau danach suchen wir. Scratch darf es nicht bekommen. Unser Überleben, das Überleben des kosmischen Ganzen hängt davon ab. Kommen Sie. Ocean View Hotel. Ich habe meinen Zimmerschlüssel beim Münztelefon zurückgelassen. Denken Sie daran. Der dunkle Ort besteht aus Schleifen und Ritualen. Wenn der Wellengang zu stark ist, suchen Sie nach einem anderen Weg. Wir folgen der Strömung des Ozeans. Bis dann, Bruder. Casey! Sie sind der Killer, der Kultanführer. Ich sehe es in Ihren Augen. Nein! Sie sehen das ganz falsch! Es ist Scratch! Wir haben keine Zeit! Sie gehen nirgendwo hin. Ich will nur, dass es vorbei ist. Es ist meine Schuld. Ich hatte diesen dunklen Ort so lange in meinem Kopf. All dieser furchtbare Mist. Manchmal vergesse ich sogar den Schmerz, als wär's okay. Das ist doch krank. Ich war nicht an einem dunklen Ort. Ich bin der dunkle Ort. Der Ursprung, das Gefäß. Wir sind eins. Dieser Ort zog mich konstant nach unten, sickerte in meinen Kopf, infizierte mich mit Dunkelheit. Ich musste entkommen, bevor es zu spät war. Wieder zu spät. Thank you.
In diesem Tempel aus Schatten und Nebel befindet sich ein Fenster am Boden und eine Tür an der Decke. Man weiß nicht, ob man stillsteht oder läuft oder kniet. Sie haben mich angerufen, stimmt's? Ja, richtig. Ich bin Tom Zane. Willkommen im Hause Zane. Der Schriftsteller. Der Taucher. Sie sehen aus wie ich, was zum Teufel? Vielleicht sehen Sie aus wie ich, Sie hübsches Bürschchen. Der Taucher war eine beliebte Rolle aus einem meiner Filme. Ich bin Filmemacher. Ein gefeierter Autorenfilmer. Ich brauche Antworten. Warum ist Return so wichtig? Was? Alan. Sie ärgern sich immer so dermaßen. Kommen Sie, ich mache Ihnen einen Drink. Sie und ich, Alan, wir stecken da gemeinsam drin. Zwei Künstler mit demselben Ziel, wissen Sie noch? Wir schmieden den Schlüssel zur Flucht. Ihr Meisterwerk Return und sein unvermeidliches Pendant, mein Film. Wir teilen unsere lebensverändernden Visionen. Eine Verschmelzung der höheren Geister. Wir erträumen unser transzendentales Kunstwerk. Hier, in diesem Raum. Es heißt Return, weil wir zurückkehren. Und auf die Art entstand dann die Magie. Schluss mit diesem Schwachsinn. Alice ist in Gefahr. Ich brauche einen neuen Tatort, um weiterzukommen. Zurück zum Parliament Tower. Scratches! Ihre Frau ist in Sicherheit, und zwar im echten New York. Aber Scratch greift nach ihr aus dem Übergang. Return ist der einzige Ausweg aus dem dunklen Ort. Sie müssen ihn vor diesem Freak finden. Hier im Hotel gibt es einen Tatort. Lassen Sie sich von Ihren Texten dorthin führen. Hallo? Sie sind uns auf den Fersen. Falls jemand fragt, wir waren niemals hier. Ein weiterer Schritt. Irgendwie war ich meinem Zuhause näher. Näher als je zuvor. Sie schon wieder. Die FBI-Agentin. Saga Anderson. Ich nähere mich. Ich spüre es. Dank Ihnen werde ich bald fliehen können. Wake? Sind Sie noch gefangen? Ich habe den Klicker. Wir können... Sie wissen vom Klicker? Er kann uns helfen. Ich habe beim letzten Mal das Dunkel damit zerstört. Sie können helfen. Sie können ihn finden. Sie müssen ihn finden. Ich kann ihn zu Ihnen bringen. Aber erst muss ich verstehen. Haben Sie mal eine Geschichte geschrieben? Alice ist in Gefahr. Ich muss Scratch aufhalten. Ich muss Return finden. Ich muss zurück zu meinem Apartment. Ich schreibe eine Geschichte, um durchzukommen. Initiation. Das ist der einzige Weg. Erinnern Sie sie wieder. Diesen noch Mod sind könnte. Sie dürfen sie nicht rein. Es dauerte nur einen Moment, wie zwei Planeten, die aneinander vorbeiziehen. Saga Anderson half mir, tiefer vorzudringen, der Flucht näher zu kommen. Irgendwie. Ich vertraute ihr. Parliament Tower. Ich musste zurück zu meinem Apartment. Ins Arbeitszimmer. Ich musste das Manuskript von Return finden.
Saga war in einen Albtraum geraten. Immer mehr Beweise sprachen dafür, dass ihre Tochter tot war. Saga konnte das nicht akzeptieren. Wake sagte, man könne es rückgängig machen. Doch Wake war fort. In Gewahrsam des Federal Bureau of Control. Casey, ihr einziger Verbündeter, war ebenfalls fort. Sie war allein. Esteves hatte ihre Autorität spüren lassen. Sie aus ihrem eigenen Fall ausgeschlossen. Saga weigerte sich aufzugeben. Sie brauchte Antworten. Thor und Odin Anderson würden welche haben. Ein Familienbesuch also. Das konnte ihr niemand verübeln. Saga war in einer Horrorgeschichte gefangen. Sie manifestierte sich um sie herum wie die Finsternis einer Geisteskrankheit, die sie immer tiefer in den Abgrund drückte. Odin ist in schlechter Verfassung. Was ist ihm zugestoßen? Das ist unser Lebensabend. Im Wasser ist es dunkel. Wir haben unsere Tricks. Und du deine. Was passiert hier? So hat es sich noch nie angefühlt. Du bist jetzt erwachsen, Saga. Und gerade rechtzeitig zurückgekehrt. Die Mächte der Dunkelheit verschlingen uns. Wir sind zu alt und zu schwach. Die Macht der Andersons steckt in dir. Was war das? Er war keine Projektion. Odin war wirklich hier. Wir waren verbunden. Sind Sie wirklich meine Familie? Passiert all das deswegen? Ich habe ein Foto von dir mit den Kultisten gesehen. Wie bist du involviert? Wir sind zu alt für so verrücktes Zeug. Aber einen Drink lehnen wir nie ab. Der Kult versucht seit Jahren, uns zu rekrutieren. Aber wir haben unsere Band und diese Narren haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Kein Wunder, dass sie uns Legenden brauchen. Thor und Odin sind nicht Teil des Kults. Der Kult glaubt, dass Thor und Odin irgendwie besonders wären. Ich fange auch an, es zu sehen. Ich war in meinem Gedankenraum noch nie mit jemandem so verbunden. Wie ist das möglich? Ich war froh, deinem Ruf zu folgen. Wikinger sind geborene Reisende. Du bist ein Seher. Du siehst die Wahrheit. Aber dein Großvater wird dir mehr erzählen wollen. Das möchte ich ihm nicht nehmen. Thor ist in Gefahr. Du kannst ihn retten. Ist mein Gedankenraum mehr als nur eine Mentaltechnik? Manchmal verwirrt mein Gedankenraum sogar mich. Ist das der Grund? Steckt da mehr dahinter als Intuition? Eins nach dem anderen. Thor ist in Schwierigkeiten. Wenn ich ihm helfe, verrät er mir vielleicht mehr. Sie sagten, Thor sei in Gefahr. Was ist los? Die Dunkelheit zieht den Funken an. Thor denkt nur mit seinem Hammer, nicht mit dem Kopf. Der verdammte Prinz der Dunkelheit kehrt zurück. Thor wurde von der Dunkelheit markiert. Ich spüre es. Ich stehe in seinem Zimmer. Sie will ihn holen. Und dann mich. Nimm dich vor Cynthia in Acht. Im Wellness Center passieren schlimme Dinge. Lass dich zu, dass sie ihn übermannt, Saga. Verweist Prinz der Dunkelheit auf Scratch? Wird Thor zum Besessenen? Ich muss ihn finden, ehe es zu spät ist. Es stoppen, ehe mehr Menschen verletzt werden. Ich habe Wax Klicker gefunden. Was kannst du mir darüber sagen? Stammt von Toms Lampe. Er wurde ans Ufer gespült. Gute Arbeit. Du hast den Lichtschalter. Der ist wie ein Verstärker. Man kann zwar ohne einen rocken, aber man wird damit niemanden umhauen. Kunst wie Toms Werke kann die Welt verändern. Aber mit dem Schalter erreicht man die nächste Stufe. Der Klicker hat die Macht, die Geschichte zu verändern. Logan zu retten. Das bestätigt Wakes Worte. Scratch darf den Klicker nicht in die Finger kriegen. Laut Toms Werken muss Odin Wake meinen. Das wird dich wieder zum Lächeln bringen, meine Liebe. Wie bitte? Komm zurück! Thor, geh nicht! Thor Anderson, komm sofort
aus! Das Wasser ist schlecht für dich! Tor! Warte! Cynthia Weaver, ich weiß, dass du es bist! So ein Verhalten ist nicht okay! Lass ihn los! Tor! Rose sah Tor in den Teich gehen. Warum lügt sie mich an? Die Geheimmission für Ellens größten Fan. Die Heldin wird sagen, Wake ist zurück. Wir sind alle Figuren seiner Geschichte. Meine Güte. Ich bin nicht seine verfluchte Figur. Aber ich kann das nutzen, damit Rose aufhört, mich anzulügen. Wake ist zurück. Cynthia nahm Tor mit. Was ist mit ihr passiert? Wenn Dunkelheit in den Geist eindringt, dann wird man verwirrt. Ich habe ihre Lampe in den Schuhkarton gelegt. Wie nennt man eine Lampenlady ohne Lampe? Spricht Rose von Cynthia oder von sich selbst? Oder beides? Saga drückte auf den Wähler der Jukebox. Die fehlende Platte war an ihrem Platz. Ohne Odins Hilfe hätte Saga sie nicht finden können. Als sie dort stand, fühlte sich Saga entblößt. Sie erwartete, dass die Schatten lebendig werden würden. Die Nadel knisterte auf der Schallplatte. Das Lied schwoll an. Odin hatte gesagt, es sei für sie und ihre Mutter geschrieben worden. Die Entschuldigung ihres Großvaters. Das Wehklagen eines alten Mannes. Sein Herz war gebrochen. Er versank in der Dunkelheit. Odin hatte gesagt, dass das Lied ein Weg sei, Tor zu erkennen. Ein Weg, ihn zu finden. Durch das Gartenfenster drang Licht herein. Das war die Stelle, an der Tor im Teich verschwunden war. Saga wusste, was sie zu tun hatte. Seite erwähnt eine fehlende Platte. Weißt du, wo sie ist, Odin? Von Leidenschaft getrieben. Wütend wie ein Sturm. Dein Großvater wollte sich mit diesem Lied entschuldigen. Bei deiner Mutter, bei Freya und dir. Thor ist wie ein Sturm. Deine Mutter tat gut daran, mit dir zu verschwinden. Auch wenn es deinem Großvater das Herz brach. Und meines. Hör dir das Lied an, Saga. Thor ließ nur eine Platte herstellen. Er bewahrte sie im Museum auf. Odin kennt den Namen meiner Mutter. Er sagt, meine Mutter brachte mich weg, als ich noch ein Baby war. Plausibel. Konzentrier dich. Die Platte ist im Museum. Cynthia Weaver hasste es, alt zu sein. Sie war eine Macherin gewesen, eine Kämpferin. Nun machte ihr das Badezimmer Angst. Angst, sich die Hüfte zu brechen. Wie Norman. Cynthia hatte ihre Laterne immer in der Nähe behalten, um die Dunkelheit in Schach zu halten. »Oh je, meine Laterne. Ich glaube, ich habe sie verloren«, sagte sie. »Das hier wird dir wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern, meine Liebe«, erwiderte eine Stimme. Die Stimme eines Mannes. Jemand war mit ihr im Badezimmer. In der Dunkelheit. Die Glühbirne war durchgebrannt. Sie hatte sie bereits vor Tagen austauschen wollen. Wie konnte sie das nur vergessen? Sie war ausgerutscht, als sie aus der Wanne stieg. Nun lag sie in der Wanne. Sie hob ihre Hand. Irgendwas sah falsch aus. Zu viele Hände. In einer schwarzen Leere, ohne ein Gefühl für oben oder unten. Sie war unter Wasser. Eine dunkle Gestalt drückte sie nach unten. Dunkles Wasser presste sich in sie hinein. Sie schrie. Es kamen nur Blasen heraus. Cynthia Weaver lächelte. Verloren ohne ihre Laterne? Unsinn. Cynthia fühlte sich benommen wie ein junges, verliebtes Mädchen. Cynthia hatte Thomas Zane geliebt. Tom hatte nur Augen für Barbara. Barbara brachte aber nur Ärger mit sich. Tom hatte es am Ende eingesehen. Cynthia war da gewesen, um ihn zu trösten. Und als er ging, wartete Cynthia. Jahre des Wartens. Jetzt war Tom zu ihr zurückgekommen. Sie würden jetzt zusammen sein. Die Welt sehen. Sie hatte immer davon geträumt, New York zu sehen. Jetzt waren sie dort, in einem schicken Hotel. Sie ließ ein Bad ein. Sie würde wie Barbara werden. Nein, besser. Sie versank im dunklen Wasser. In Tom. Tom hatte Feinde, die sich gegen ihn verschworen hatten. Cynthia würde sich um den fiesen Anderson kümmern. Thor, der immer mit seinem Hammer auf die Leute einschlug. Er hatte es verdient. Für Tom würde sie alles tun. Cynthia hatte es auf Thor abgesehen. Warum auf ihn?
Kümmere dich um den fiesen Anderson. Sein Herz war gebrochen. Annulliert. Lücken taten sich auf. Es war zu spät. Hat sie aus ihrem eigenen Fall ausgeschlossen. Das Dunkel benutzt Cynthia, um mich von Thor fernzuhalten. Cynthia stand jemandem namens Thomas Zane nahe. Wer ist er? Tom war zurück. Tom hatte Feinde. In einem schicken Hotel. Nur seine Fantasie. Die Albträume schlichen sich ein. Cynthia Weaver lächelte. Eine alte Flamme? Vielleicht war Tom besessen. Wo ist Angers Remorse jetzt? Aufgeregt wie ein junges, verliebtes Mädchen. Ein Rock'n'Roll-Klischee. Die Schatten erwachten zum Leben. Ein Geschenk. Ein gelegentlicher Todeswunsch. Sie hat die Platte. Ich kann es aus ihr rausquetschen. Angers Remorse. Wo ist sie, Cynthia? Im dunklen Wasser ertrunken. So viele Hände. Das Badezimmer machte ihr Angst. Verklotzt. Sie schrie. Ein Pflegeheim. Die Platte Angers Remorse ist bei Cynthia. In ihrer Badewanne. Angers Remorse von Old Gods of Asgard. Schon wieder. Die FBI beherbergt. Saga Anderson. Ich nähere mich. Ich spüre es. Dank Ihnen werde ich bald fliehen können. Wake? Wo sind Sie? Kommt das aus dem dunklen Ort, als Sie noch gefangen waren? Ich hab den Klicker. Wir können das beenden. Ist sie vom Klicker? Sie können helfen. Sie müssen ihn finden. Ich hab ihn bereits. Ich kann ihn zu Ihnen bringen. Aber ich muss etwas wissen. Haben Sie Logan in die Geschichte geschrieben? Er ist in Gefahr. Ich muss zurück zu meinem Programm. Ich schreibe eine Geschichte um die Uhr. Anders geht es nicht. Dann ändern Sie die Geschichte. Wenn das die Vergangenheit ist, wenn Sie noch am dunklen Ort sind, dann können Sie das doch, oder? Sie können sie nicht hineinschreiben. Sie ist meine Tochter, verdammt nochmal! Logan ist in der Geschichte. Ich konnte ihn nicht daran hindern. Ich habe den Klicker. Ich werde ihn dazu zwingen. Er hatte nicht das Recht, Logan das anzutun. Meiner Familie. Thor! Verdammt! Alles okay? Hast dir ganz schön Zeit gelassen, deinen Opa zu retten. Gute Einstellung. Liegt das in der Familie? Du hast recht. Tut mir leid. Danke, dass du einem alten Bastard wie mir hilfst. Das ist mein Job. Also, ich habe da ein paar Fragen. Natürlich hast du das, meine Kleine. Und ich habe Antworten. Weißt von meinem Gedankenraum? Wie ist das möglich? Wir alle haben die Macht. Finde die Wahrheit. Und ob ich die habe? Du weißt, dass du eine Seherin bist. Du kannst Gedanken lesen, die Wahrheit sehen, Lügen durchschauen und diese Horrorgeschichte. Wir Andersons sind nicht daran gebunden. Du kannst sie bekämpfen. Schreibe deine eigene Geschichte. Es stimmt. Ich bin eine Seherin.
Ich habe Macht. Mein Gedankenraum ist mehr, als ich dachte. Das ist nicht meine Intuition. Ich sehe ihre Gedanken. Erinnere ich mich deshalb als Einziger an die Wahrheit über Logan? Du sagtest, du seist mein Großvater. Wenn das stimmt, warum wusste ich nichts davon? Du warst schon vor dieser Horrorgeschichte Teil dieser verkorksten Familie. Ich war ein miserabler Vater für Freya. Das hat deine Mutter nicht verdient. Kein bisschen. Es wurde alles gesagt. Es vergeht kein Tag, an dem ich das nicht bereue. Aber dein Vater hat es nicht einfacher gemacht. Ich weiß, Freya ist tot. Deshalb möchte ich mich entschuldigen. Es tut mir leid, Saga. Ich sehe, dass es ihm leid tut. Mama sagte, sie wollte nichts mit Opa zu tun haben. Und dass mein Vater gestorben wäre, als ich noch sehr klein war. Alles passt. Thor und Odin gehören zu meiner Familie. Du sagtest, du wärst Mama ein mieser Vater gewesen. Ging sie deshalb? Freya hat nie zurückgeblickt. Sie war stark. Freya wusste schon immer, dass unsere Mächte gefährlich waren. Odin und ich hätten lieber die Finger davon gelassen. Deine Mutter hatte Verstand. Sie hat dich gut erzogen, auf dich aufgepasst. Es wundert mich nicht, dass sie dir nicht davon erzählt hat. Sie hat mich immer beschützt. Als ich Mama von meinem Gedankenraum erzählte, nannte sie ihn eine Erfindung. Ich wünschte, sie wäre ehrlicher gewesen. Zumindest am Ende. Mama sprach nie über meinen Vater. Kanntest du ihn? Manche Dinge sollte man ruhen lassen. Dein Vater war ein komplizierter Bastard. Er dachte immer zu weit voraus. So funktionieren wir nicht. Dann gab es Probleme und er verschwand. Ich kam damit nicht zurecht. Und Freya wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Kein Wunder. Ich kannte Papa nicht oder Mamas Familie. So viele kaputte Beziehungen in meiner Vergangenheit. Ich werde die mit Logan und David retten. Ich werde sie retten. Ich habe den Klicker. Kann ich damit meine Tochter retten? Ein Verstärker. Dreh die Gitarre auf und lass das Schlagzeug krachen. Zerfetzt die Realität. Der Lichtschalter allein genügt nicht. Wir haben es mit Toms Geschichte zu tun, also muss auch er sie umschreiben. Dann muss er nur noch diesen Schalter umlegen und das war's, Baby. Ich kann den Klicker nicht ohne Wake benutzen. Tom bedeutet Wake. Er muss erst die Geschichte umschreiben. Ohne ihn kann ich den Horror nicht aufhalten. Fahr zur Hölle! Das Manuskript eines Romans. Return. Eine Horrorgeschichte über das Dunkel, das aus dem dunklen Ort entkommt und Bright Falls befällt. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, es geschrieben zu haben. Das habe ich auch nicht. Sowas würde ich nie schreiben. Ich wusste, wer es war. Scratch. Ein Monster mit meinem Gesicht. Sollte die Geschichte wahr werden, würde Scratch entkommen. Menschen würden sterben. Das Manuskript zu zerstören würde nichts bringen. Ich würde es bearbeiten müssen, es umändern. Das Genre der Geschichte müsste ich beibehalten. Ich müsste mich also in Scratch-Limitierungen halten.
Ich bräuchte jemanden in der Geschichte, der gegen die Dunkelheit ankämpft. Saga Anderson. Ich sah sie in meinen Visionen. Sie war bereits in Bright Falls, bereits involviert. Aber sie war nicht in Return. Noch nicht. Ich würde sie hineinschreiben, um Scratch zu stoppen. Innerhalb der Grenzen der Horrorgeschichte. Es war beinahe unmöglich. Es dauerte zu lange. Das Ende war noch nicht erreicht. Mir lief die Zeit davon. Stoppte mich, bevor ich das Manuskript fertig bearbeiten konnte. Zane sagte, wir hätten Return gemeinsam erarbeitet. Das war eine Lüge. Return ist von Scratch. Ich würde Zane einen Besuch abstatten. Er hatte mich zu zwei Tatorten geführt. Ich brauchte einen neuen, um zum Parliament Tower zurückzukehren. Einen neuen Entwurf von Initiation. Ich habe keine Zeit für sowas, also raus mit der Sprache. Sagen Sie es mir. War das alles Fake? Eine Show? Niemand hat etwas anderes behauptet, Mr. Wake. Wir wollten nachgiebig sein, aber jetzt müssen wir uns nichts mehr vormachen. Ja, die Masken werden fallen. Oh, so weit würde ich nicht gehen. Sie wissen nicht einmal, wer hinter Ihrer steckt. Aber Sie wissen, wie Sie sich das Leben schwer machen. All die Regeln. Endlose, verschlungene Schleifen, die sie unbedingt durchlaufen wollen. Sie haben so viel Glück, wissen Sie? So viele Menschen stehen hinter Ihnen. Eine ganze Armee. Ich selbst. Ihre Frau. Alice. Ich muss dringend zu ihr. Sie ist in Gefahr. So ist es. Ihretwegen. Dasselbe gilt für jemanden, den Sie mit reingezogen haben und der mir am Herzen liegt. Sie öffnen immer wieder Türen. Spähen hinein und nehmen sich einfach, was Sie wollen. Deshalb stehen Sie mir im Weg. Ich weiß nicht, wovon Sie da sprechen. Ich muss mich auf den Weg machen. Vielleicht schaffen Sie es ja diesmal. Das geht jetzt schon lange genug so. Das und unser Night Springs waren eine schöne Ablenkung. Wird Zeit, dass mir jemand eine klare Antwort gibt. Beim nächsten Mal werden die Umstände anders sein. Und Sie täten gut daran, sich zu revanchieren, indem Sie Ihre Rolle spielen. Oder mir aus dem Weg gehen, Mr. Wake. Ganz wie Sie meinen. Ich habe jetzt die Kontrolle. Keine Tricks oder ich jage Ihnen eine Kugel durch den Kopf. Scratch hat Return geschrieben, nicht ich. Sie verdammter Lügner! Sie hatten aufgegeben. Sie haben mit dem Schreiben aufgehört. Sie sagten, es wäre zu gefährlich und wir hätten es nicht verdient zu entkommen. Und dann tauchte er auf. Scratch. Er hat
mir versprochen, dass er mich hier rausholen würde. Er war einfach unfassbar. Ein Visionär. Es war Kunst. Aber als er fertig war, nahm er Rita mit und ließ mich zurück. Es ist noch hier. Und er auch. Ich weiß, ich hab's verbockt. Aber Sie können ihn noch fassen, bevor er rauskommt. Bevor er bei Ihrer Frau ist. Und wenn Sie ihn finden, zögern Sie nicht. Töten Sie den Bastard für das, was er uns angetan hat. In meinem Kino gibt es einen Tatort. Da, wo mein Film Nightless Night läuft. Keine Tricks! Aber es gab Wichtigeres zu tun. So würde ich ihr helfen können. Wake. Saga Anderson, hören Sie. Ich wurde überlistet. Return ist von Scratch. Ich habe versucht, die Geschichte zu korrigieren, aber er hielt mich auf, bevor ich zum Ende kam. Jetzt hat er sie, den Schlüssel zur Flucht. Was meinen Sie mit fliehen? Sie sind raus. Ich muss ihn aufhalten. Ich muss ihn aufhalten, bevor er entkommt. Er ist hinter Alice her. Ich sitze noch fest, aber ich mache Fortschritte. Ich habe sie zur Heldin der Geschichte gemacht. Return ist eine Horrorgeschichte. Ich muss das Genre bedienen. Es muss dunkel sein. Aber die Heldin kann es schaffen und ihre Familie retten. Uns alle retten. Ihre Familie retten? Reden Sie von Ihrer Familie? Ja, was immer Sie da tun, es funktioniert. Sie müssen einfach nur weitermachen. Was mir für jede Horrorgeschichte gesteckt. Ich war näher dran. Näher als je zuvor. Aber es gab keine Zeit zu verlieren. Alles hing am seidenen Faden. Ich konnte noch alles verlieren. Parliament Tower. Diesmal musste es funktionieren. Ich konnte Scratch aufhalten, das Manuskript holen und das Ende richten. Der Strom ist aus. Immer ein gutes Zeichen. Ich weiß, dass etwas nicht stimmt. Was passiert mit Casey? Ich bin am Arsch. Na toll. Ein Schatten kriecht unter meine Haut. In meinen Kopf. Sagen Sie meiner Ex, dass es mir leid tut. Das war's, Casey. Etwas stimmt nicht mit ihm. Er ist schwerer verletzt, als er zugibt. Er hat Angst. Gib ihm nicht, verdammt! Verflucht! Er ist ein verfluchtes Monster, Saga! Nein! Da ist er! Wir haben auf dich gewartet, du blödes Arschloch! Ich werde dich verdammt nochmal vernichten! Ja, komm!
Scratch war hier. Wird zurückkehren. Was zum Teufel machen wir jetzt? Ich dachte, Wake wäre dem dunklen Ort entkommen. Könnte er noch dort sein? Der Big Apple in einem Ozean der Dunkelheit. Abgetaucht. Anmerkung des Lektors. Falsche Zeitform. In einer Schleife gefangen. Meine Freunde treffen ihn, wenn ich weg bin. Wake ist immer noch am dunklen Ort gefangen. Vielleicht war er das immer. Scratch tat so, als wäre er Wake. Manipuliert mich. Was will er von mir? Nein, ich habe die Kontrolle. Das ist mein Gedankenraum. Er ist mächtig. Zu mächtig. Allein seine Anwesenheit hier macht mich krank. Wie eine Welle des Schreckens in meinem Kopf. Ich spüre sein Verlangen nach dem Klicker. Ilmo sagte, der Kult tötet Besessene. Ist das die Wahrheit? Hirschmasken in großen Mengen. Da treibt jemand. Ein Besessener am Ufer. Ruf die Gang, Jakko. Wir gehen auf die Jagd. Kult des Baumes. Für Sicherheit in der Stadt seit 2013. Ilmo sagt die Wahrheit über den Kult. Er kämpft wirklich gegen Besessene. Wir sind auf derselben Seite. Wenn der Kult Besessene tötet, warum wurde dann Nightingale zu einem? Privatparty nur auf Einladung. Falsche Zeit, falscher Ort. Zeit zu gehen, Jakko. Halb erledigt heißt gar nicht erledigt. Nightingale wurde zum Besessenen, weil die Bookers das Ritual unterbrochen haben. Wake sagte, der Klicker würde das in Ordnung bringen. Aber Wake war Scratch. Wie kann ich seinen Worten trauen? Der Künstler muss sein Werk vollenden. Er gefährdet deinen Frieden. Wach auf und erkenne die Gefahr. Wir haben es dir bereits gesagt, Kleine. Tom hat die Wahrheit über den Lichtschalter erzählt. Lass dich nicht von der Geschichte verwirren. Er muss dein Ende für dich schreiben. Der Klicker lässt es Wirklichkeit werden. Aber wir haben Wake nicht. Alles, was wir über den Klicker wussten, war wahr. Er hatte nicht gelogen. Wake ist immer noch am dunklen Ort. Wie hole ich ihn da raus? Wir leben und atmen Rock'n'Roll. Von kreischenden Mengen bis hin zu melodischen Klängen. Der Klicker kann auch andere Kunstwerke verstärken, nicht nur Toms Texte. Hauptsache, sie stecken voller Leidenschaft. Die dunkle Macht des Sees wird sie in die Realität eindringen lassen. Aber solange der Nutzer des Klickers an die Kunst glaubt, wird sie mit einem Knopfdruck wahr. Ich kann den Klicker ohne Wake benutzen. Nur Wake kann die Horrorgeschichte ändern. Aber ich kann mit dem Klicker etwas anderes ändern. Wie Wake aus dem dunklen Ort zu holen. Hallo? Hallo? Zane war es nicht. Und Scratch auch nicht. Hä? Sie sind ich? Ich? Ich verstehe nicht. Ich verstehe einiges nicht. Der dunkle Ort besteht aus Schleifen. Die Zeit ist eine Geschichte. Ich melde mich von einem anderen Zeitpunkt aus. Aus der Zukunft? Ich komme hier nie raus, oder? Doch, werden Sie. Und nein, werden Sie nicht. Hängt von Ihrer Entscheidung ab. Was bedeutet das? Tut mir leid, was Sie werden durchmachen müssen. Alles Fotos, die Sie im Schuckerton im Keller des Talkshow-Studios gefunden haben. Bevor Sie zum Parliament Tower gehen können, müssen Sie sie in den Schuckerton bei Ihrer Statue legen, um Ihnen zu helfen. Und Alice. Und Saga Anderson. Ich bin mein eigener Deus Ex Machina? Wirklich? David, bitte geh ran. David,
David, ich bin's. Wo hast du... Hör auf. Hör mir einmal zu, bitte. Du hast mich verlassen und mir meine Tochter genommen und dann hast du... Sie ist deinetwegen tot. Und ich will nie wieder was von dir hören. Ruf mich nie wieder an. David! Verflucht nochmal. Es wird schlimmer. Breitet sich aus. Die Zeit läuft mir davon. Ich habe alles richtig gemacht. Erst die Kunst und dann der Klicker. Also, wo ist er, verdammt? Parliament Tower. Er war zurück. Hier lebt in... Alice war tot. Scratch folterte sie, bis sie es nicht mehr ertragen konnte, bis ihr Wille brach. Und all die Zeit dachte sie, ich wäre es gewesen. Scratch war noch hier. Er war noch nicht aus dem dunklen Ort entkommen. Er strich meine Bearbeitung aus Return. Gesehen. Das war nicht Scratch, sondern ich in einer Schleife gefangen. Ich hatte aufgehört zu versuchen, das Manuskript zu korrigieren. Eigentlich hatte ich Alice verfolgt. Ich war es die ganze Zeit. Ich habe sie getötet. Freunde werden ihn treffen, wenn du weg bist. Wir haben Wake aus dem dunklen Ort zurückgeholt. Mit dem Lied und dem Klicker. Aber er ist nicht hier gelandet, sondern am Ufer, nachdem ich Nightingale gegenübergetreten war. Alles okay? Ah, nein! Ich bin schuld! Er ist entkommen! Mit meinem Gesicht! Scratch! Ich habe Wake hier gefunden. Er erschien deswegen. Die Beschwörung. Das war Wake. Scratch gab sich nie für Wake aus. Sie sind dieselbe so Person. Scheiße! Er ist da! Scratch! Passen Sie auf, Anderson! Erst was? Scratch ist Wake unter dem Einfluss des Dunkels. Er will den Klicker. Planänderung. Ich locke ihn in die Zelle. Wenn wir drin sind,
Verriegel. Ich überbringe nur ungern schlechte Neuigkeiten, Leute, aber es ist offiziell. Das Hirschfest wurde abgesagt. Heute ist ein sehr schwarzer Tag für Bright Falls. Ich zog Saga Anderson in diese Geschichte, um mir zu helfen. Es gelang ihr, aber es kostete sie alles. Ich hatte Alex Casey jahrelang in meinen Texten erwähnt. Deshalb zog es den echten Casey hierher. Jetzt war auch er ein Opfer. Saga, Casey, Alice. Ich bin für all die schrecklichen Dinge verantwortlich. Es ist meine Schuld. Scratch musste aufgehalten werden. Ich kenne diese Straße schon. Befahre sie schon ewig. Wenn Scratch den dunklen Ort hergebracht hat, würde mich das wieder hineinbringen. 2010 tauchte ich ein. Ein Glaubenssprung. Für Alice. Ohne zu ahnen, dass ich damit schlimmer als mit dem Tod bezahlen würde. Es dauerte 13 Jahre zu entkommen. Jetzt war Alice tot. Wegen mir. Und ich wollte diesen Sprung erneut wagen, doch diesmal kannte ich den Preis nur zu gut. Man kann es auch anders sehen. Ich hatte den dunklen Ort hergebracht. Ich war nie entkommen. Vielleicht kann ich es jetzt nach all dem. Ein naiver Gedanke. Ich hatte keine Wahl, ich musste es tun. Aber das nahm mir auch nicht die Angst. Scheiß drauf. Ich konnte das runde Fenster im Writer's Room auf dem Foto erkennen. Dort musste ich hin, um Return umzuschreiben. Ich hatte nun das Buch, bereit für mein Ende von Return. Ich musste zum Writer's Room, um den Schrecken zu beenden. Dies war ein zwanghafter, egozentrischer Albtraum. Alles drehte sich um ein eitles Monster von einem Schriftsteller und sein letztes, göttliches Werk. Der Roman Return wurde wahr. Doch er endete nicht.
Er breitete sich aus. Etwas war anders. Mich in einer Vision zu sehen, war neu. Aber es passte. Saga und ich standen im Mittelpunkt der Geschichte. Sie war meine Co-Autorin. Das war der Anfang vom Ende. Wir waren Figuren in einer Horrorgeschichte und bewegten uns blindlings aufs Finale zu. Noch immer fehlte uns etwas. Ohne den Klicker waren wir verloren. Was ist los? Das Dunkel hat Casey übernommen und mir den Klicker gestohlen. Ich weiß nur noch, wie er mich in den Cauldron Lake geworfen hat. Ich bin am dunklen Ort. Ich bin verloren. Wie komme ich hier raus? Was soll ich nur tun? Das war ich nicht. Laut der Tafel hätte ich sie enttäuscht. Wer sind Sie? Ich habe alle enttäuscht. Logan, Casey, mich selbst. Das ist meine Schuld. Meine Tochter ist tot. Mein Partner fiel einem Monster zum Opfer. Und ich sitze im dunklen Ort fest, machtlos. Ich bin nicht nutzlos. Was geht hier vor sich? Das bin nicht ich, Logan. Ich habe meine Familie vernachlässigt. Die Fälle haben mich zu sehr gefesselt. Mir gefiel, wie gefährlich die Arbeit war. Und genau diese Gefahr hat mir meine Familie genommen. Und meine Tochter. Casey. Ich habe Casey im Stich gelassen. Einfach so. Ich hätte für ihn da sein müssen. Aber ich habe eine falsche Spur verfolgt. Er brauchte mich. Wake. Mein Leben. Meine Familie ist nur Teil eines Buchs. Ein weiteres weißes Arschloch entscheidet für mich. Er hat mir meine Tochter genommen. Ich werde nie von dieser Geschichte frei sein. Von ihm! Er hat sie benutzt. Nein. Es muss einen Ausweg geben. Ich muss hier raus. Oh Gott. Nichts davon ist real. Ich drehe durch. Ich bin nicht mal hier. Der Gedankenraum ist nicht real. Ein Fall über übernatürliche Dunkelheit? Das muss ein psychotischer Schub sein. Ich habe Logan nach Waterloo geschleift. Ich bin schuld an ihrem Tod. Es muss einen Ausweg geben. Ich muss hier raus. Das war's. Es hat keinen Sinn mehr. Alles ist verloren. Es gibt keinen Ausweg. Ich habe alles versucht. Kein Ausweg. Ich sitze für immer hier fest. Nur ich und meine Vergangenheit, meine Schuldgefühle, meine Fehler. Ich komme nicht mehr weiter. Ich sitze fest. Aber das ist mein Gedankenraum, mein Geist. Alles, was ich brauche, ist hier. Es muss hier sein. Ich habe Fehler gemacht. Und werde noch mehr machen. Aber ich kann mich bessern. Hier rauszukommen wäre ein Anfang. Ich habe Angst. Es wird wehtun. Aber es nicht zu versuchen wäre noch schlimmer. Es wird wehtun. Aber ich werde kämpfen. Hallo? Ich bin's. Sie
müssen zur Statue beim Parliament Tower Plaza. Um das Ende zu verwirklichen, brauchen Sie den Inhalt dieses Schuhkartons. Das Ende? Schuhkarton? Wer ist da? Wallen Dor lief über die regenglatten Fliesen des Caldera Street Plaza. Der Regen schien ihn nicht zu berühren. Er hatte das Gefühl, dass seine Schritte beobachtet wurden, dokumentiert in der Geschichte. Er ließ es zu, dieses eine Mal, aus diesem einen Grund, um von seiner unwilligen Schülerin weitergegeben zu werden, um zur richtigen Zeit gelesen zu werden. Der Ozean, der dunkle Ort war, nahm die Form von New York City an, gezeichnet aus der Gedankenwelt von Alan Wake, einerseits damit der Schriftsteller sich in seinem Gefängnis zurechtfand, andererseits um ihn zu quälen, während er darum kämpfte, den Weg nach draußen zu finden. Dor war nicht an die Regeln gebunden, wie Wake es war. Er kam und ging, wie es ihm beliebte. Vorerst unterhielt Dor die Fantasie des Schriftstellers, aus einem Grund, den nur er kannte. Am Rande des Plaza blieb er vor dem Tor zum Bauernhof stehen. Dort hing ein Plakat für seine Talkshow. Ein weiterer Teil von Wakes Fiktion. Er trat hindurch und wünschte sich, dass es ihn zum Parliament Tower Plaza bringen würde. Ich habe noch nie zuvor eine Seite über Wallen Dor gesehen. Wer ist er? Eine Tür zwischen zwei Räumen befindet sich in beiden. Eine Tür, die überall hinführen kann. Diese Tür steht im Zentrum. Er herrscht über die Ströme der Realität. Es haben so viele Mächte ihre Finger im Spiel. Schwer zu sagen, wer wen verarscht. Ich öffne zu viele Türen. Das ist jetzt nicht wichtig. Ich sehe es mir später an. In der Seite steht, wie er die Tür durchschreitet. Wie mache ich das? Der dunkle Ort hat viele Gesichter und Namen. Ein Spiegel, der alle möglichen Realitäten reflektiert. Die Familie Dor hat die Macht, zwischen den Realitäten zu reisen. Hier und überall. Wenn ich irgendwie aus diesem Albtraum entkomme, finde ich vielleicht einen Weg zurück nach Hause. Ja? Hallo. Sie kennen mich nicht, aber Sie müssen mir zuhören. Moment. Woher wussten Sie, dass der Klicker dort ist? Das ist wichtig. Alan ist verwirrt. Ihm fehlt das Ende. Er braucht Ihre Hilfe bei der Fertigstellung der Geschichte. Wie soll ich ihm von hier aus helfen? Alan. Saga, was ist das? Mein Gedankenraum. Ich wollte schon mal mit Ihnen darüber reden. Aber jetzt verstehe ich alles besser. Sie haben auch Visionen? Ich dachte, es wären Ideen. Inspiration. Sie sind real. Genau wie das hier. Ich wollte die Geschichte mit Ihnen wahr werden lassen. Also kommt das von uns beiden? Vielleicht können wir so in den Übergängen kommunizieren. Wir können das nutzen, um Scratch aufzuhalten. Zuerst brauche ich das Ende. Also gibt es Probleme mit dem Ende? Ich habe das Ende nicht. Es muss perfekt sein, aber ich habe keine Zeit, es mir zu überlegen. Was soll ich nur tun? Mist. Tut mir leid. Diese ganze Sache ist ein Chaos. Einverstanden. Aber das werden wir noch hinkriegen. Was soll das heißen? Perfekt. Die Elemente des Endes müssen sich aus den vorherigen Teilen ergeben. Und leider ist es eine Horrorgeschichte. Sie müssen mir nicht sagen, dass es eine Horrorgeschichte ist. Okay. Damit es funktioniert, muss das Ende passen. In Horrorgeschichten gibt's nur Opfer und Monster. Es muss einen Weg geben, einen Helden einzuführen. Wenn es einen Helden gibt, wird dieser einen hohen Preis zahlen. Das Ende muss also verdient sein und zur Geschichte passen. Ohne die nötigen Beweise gibt es keinen Fall. Nur so kann es Bestand haben. Ich kann Logan und Casey nicht der Geschichte überlassen. Sie wurden da hineingezogen. Sie müssen überleben. Ohne Wenn und Aber. Nicht nur sie. Wir müssen alle retten. Ich weiß, wie ich Casey retten kann. Er ist eine reale Person, die ich zu einer Figur gemacht habe. Er ist nicht meine Schöpfung, daher ist er kein Wirt für das Dunkel. Das kann ich ins Ende schreiben, damit das Ding aus ihm herauskommt. Wenn das Ende zur Geschichte passen muss, dann sehe ich das so.
Return ist eine Geschichte über eine Geschichte, die wahr wird. Ich bin eine Figur in der Geschichte. Nicht nur eine Figur. Die Heldin. Okay, die Heldin. Daher musste ich durch die Hölle, um hier zu sein. Das ist mein Leben. Ich habe es verdient, der Geschichte zu entsteigen und das Ende zu verfassen. Ja, das machen wir. Hier und jetzt. Wir denken uns das Ende aus, das ich schreiben muss. Das ist nicht Scratchs Ende. Aber es ist auch nicht ihr Ende. Das ist unser Ende. Sie sind auch nicht der Einzige, der diese Dinge entscheidet. Ja, stimmt. Ich schaffe es nicht allein. Wenn ich schreibe, wird alles schlimmer. Sie haben dieses Ding damals besiegt, Alan. Und jetzt werden sie es wieder tun. Sie sind auch ein Held. Sie und ich. Bringen wir es zu Ende. Das Ende wird düster werden. So oder so. Je mehr Menschen wir retten, desto höher der Preis. Und der Held wird dafür bezahlen. Einer der Helden. Es muss immer ein Gleichgewicht geben. Scheiße, tun wir es. Ganz sicher? Keine Zeit für was Besseres. Scratch ist jeden Moment hier. Das wird unser Ende. Ich habe den Klicker. Ich werde ihn zu Ihnen bringen. Ich mache die Seiten fertig. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Alan? Saga, ich hab's geschafft. Davon haben wir gesprochen. Ich hab den Klicker und die Lichtkugel. Dann mal los. Aber das muss ich machen. Fühlt sich an, als wäre ich ewig auf dieser Reise. Okay, es muss hier enden. Diese Dunkelheit. Was unter der Oberfläche liegt, verschiebt sich jetzt. Das Schattenspiel. Ich tauche mein Gesicht in das Wasser ein. Er ist hier. Es ist furchtbar kalt. Am Spiegel der Oberfläche vorbei. Dann werde ich es sehen. Casey? Das Ende. Scratch! Yes! Das weiße, gleißende Licht der Wahrheit durchdringt für einen kurzen Moment die Schatten, enthüllt das Grauen. Und in diesem Moment der Stille wird die geflüsterte Botschaft endlich erhört. Komm schon, du Arschloch! Komm schon! Na los! Was, wenn gar nichts mehr aufgedeckt werden muss? Das Schattenspiel hat uns alle getäuscht, eine List, um unser Interesse zu wecken. Die Dunkelheit nicht als Monster, die Dunkelheit als Leere. Wir sind nicht schlauer. Keine Antworten, keine Wahrheiten. Der Blick in sein Innerstes zerstört den Helden, doch er wird erlöst. Saga sagte, wir sind beide Helden. Ich werde diesen Preis bezahlen. Das wird sie auch. Wir sind hier, um das Monster zu töten. Ich bete, dass danach nichts mehr kommt. Nichts außer Schlaf. Auf diese Art siegen wir. Ist es so einfach? Was, wenn das immer noch der dunkle Ort ist? Noch ein Traum, aus dem wir erwachen müssen, in dem wir stets an den Anfang zurückkehren. Die Erinnerungen ausgelöscht. Vielleicht ist es eine Erlösung, zu vergessen, nicht zu wissen. Wenn wir die Schleife erneut durchlaufen. Das ist nur für dich. Nachdem der Spuk begann, setzte ich mich mit einer Organisation in Verbindung, die sich mit Bright Falls beschäftigte.
Ich ging in ihr Büro und dann passierte etwas. Als ich wieder zu Hause war, habe ich mich plötzlich wieder erinnert. Und zwar, dass ich in diesem See gefangen war. Einem dunklen Ozean mit Echos von mir selbst. Meinen Ängsten und meinen Fotos. In einer dunklen, einer Flut des Wahnsinns. Dieselben Ereignisse und Bilder, die sich ständig wiederholten. Dann sah ich ein Licht. Dein Licht. Du tauchtest ein, als ich hinausschwamm. Du bist nicht ertrunken. Du versuchst immer noch herzukommen. Spuk ist nichts anderes. Ich kann dich sehen, weil ich auch schon da war. Ich beschloss, an den dunklen Ort zurückzukehren. Das ist der Grund für diese Ausstellung. Ich musste dich in die Irre führen, damit ich dich dorthin führen konnte, wo du sein musstest. Der einzige Weg aus deiner Schleife ist Zerstörung oder Aufstieg. Dunkelheit oder Licht. Die Zerstörung haben wir schon viele Male besprochen. Wir kommen nun immer und immer mehr zum Aufstieg. Es gibt hier keine Zeit. Du musst weiter die Schleife durchlaufen. Aber ich werde dir die Bilder zeigen, die du sehen musst. Und das Licht, das du sehen musst. Bis du bereit bist. Alan. Ich glaube, wir sind nah dran. Es ist keine Schleife, sondern eine Spirale.